Das ist immer so mein Hauptding. Aber Menderes ist wirklich einer, der da ein bisschen positiver rausgeht. Wenn ich ein bisschen, was mir ein bisschen suspekt vorkommt, oder nicht suspekt, das ist das falsche Wort, aber was ich ein bisschen komisch finde, ist, wer drin ist, ist Jürgen. Der wurde ja mehr oder weniger eh schon durch so eine, ja, durch eigentlich die allererste solche Reality-Scheiße bekannt durch Big Brother. Der war ja in der ersten Staffel, war er, glaube ich, schon dabei. Wurde dort Zweiter, so hat dann irgendwie seine Karriere angefangen. Ist jetzt mehr oder weniger gescheitert, nachdem der Sender, wo er eigentlich immer hauptsächlich gearbeitet hatte, dicht gemacht wurde, weil Live 9 oder 9 Live gibt's nicht mehr. Zumindest wüsste ich's nicht. Also ist aber auch kein großer Verlust, muss man ehrlich zugeben. Und er ist halt so eine typische gescheiterte C-Promi-Gestalt, der halt nochmal versucht, irgendwie Fuß zu fassen, um zu gucken, ob ihn vielleicht doch nochmal, ja, irgendein Sender das Gnadenbrot gibt und für ihn irgendwas hat. Er ist eigentlich, wenn man ihn in der Kamera sieht, der ist immer grinsend. Immer so mit dem künstlichen neuen Live-Lächeln eingraviert, wo man sich denkt so, okay, muss das? Nicht wirklich, oder? Ja, aber egal. Er muss ja selber wissen, was er tut, aber ich glaube, so viele Optionen hat er nicht. Also es ist ja wirklich so beim Dschungelcamp, manche kommen, ja, bringt's was, manchen nicht. Also, und jeder versucht sich natürlich so gut wie möglich dort irgendwie darzustellen. Deswegen ist viel künstlich und. Um ehrlich zu sein, die müssen erstmal irgendwie 2 Wochen drin sein, um irgendwie, ja, die wahren Gesichter zu zeigen, die sie einfach mal haben. Und es kommt halt jetzt schon langsam und ja, da kann man halt mal in den Menschen reinsehen. Aber Helena Fürst zum Beispiel ist definitiv eine der Verlierer von diesem Dschungelcamp. Da will ich meine Hand schon fast für ins Feuer legen, einfach weil ich fast weiß, die hat sich ihr Image da drin jetzt so zerlegt, was sie einfach hatte. Vielleicht wird sie ja noch sympathischer da drin, aber mal gucken. Ich bezweifle es stark und ja, wir werden sehen, ob es so sein wird. So, was mir gerade so kommt. Eigentlich müsste ich hier Licht reinmachen ins Dunkel. Und Holz muss ich mir definitiv auch noch holen. Das ist klar. So. Ein ziemlich dunkler Raum hier. Ist immer leicht erschreckend, weil da schnell mal was passieren kann an spawn-technisch und so. Oh. Hier nochmal zwei. Ist das schon besser? Ja, nicht viel. Man muss noch Innengestaltung hier rein, dass hier was passiert. So, dann mache ich hier die Tür rein. Ah, da habe ich noch ein Stack. Dann kann ich ja doch weiterbauen. Ach, die Schweine reißen mir hier schon nicht aus. Ja, dann mache ich mir schnell drei Türen. Und dann ist gut. Dann ist gut. Dann haben wir da schon ein bisschen was auf die Beine gestellt an Häuschen. Oder nicht an Häuschen, sondern an Dingenskirchen, an Farm. Zum Glück kriege ich genau drei Türen. Das finde ich irgendwie super, wenn ich genau drei Türen bekomme. So, um fast drei Stacks haben wir immer noch. Fast vier Stacks Holz haben wir dann auch noch. Können wir dann weiterbauen. Hatte ich vorhin ganz übersehen, dass wir da noch so ein Ding hatten. So, sieht noch ein bisschen, ja, steif aus, die ganze Sache, aber das wird noch. Das wird noch. Dann kann man hier auf jeden Fall schon mal
von hinten auch noch rein, wenn man Bock drauf hat. Gut, dann gehe ich nochmal hoch und versuche hier das Dach zu bauen. Mal gucken, ob ich das fertig bekomme mit den paar Blöcken noch. Also zumindest schon mal das aufgesetzt habe. Dann muss ich mal gucken, was ich dann noch so zur Verfügung habe. Was ich da, wo ich eventuell noch ein paar Stüfchen draus quetschen könnte. War eine Lücke. Mal ja so die Decke erstmal weiter. Da hätte ich mal kurz die Augen aufmachen können. Dann wäre ich hier auch nicht runtergefallen. Naja. Licht auf jeden Fall wäre wieder so eine Institution. Die kommt auch gleich. Die Installation. Oh. Und hier in der Mitte vielleicht auch nochmal. Ah, shit. Hier. Dürfte passen. So, 1, 2, 3. So, wo ist die Mitte? Ey. Da ist die Mitte. Ah, habe ich mich ein bisschen vertan. So ein bisschen. Muss die Fackel hier hin. Und die muss dorthin. So, perfekt. Hier kommt gleich die Tür auch noch rein. Dann ist gut. Natürlich alles noch ein bisschen dunkel und, aber wenn die Einrichtung kommt, kommt die Ausleuchtung auch noch. Haben wir hier so eine kleine Treppe her. Was soll der Geiz? Man will ja auch hochkommen hier. Wäre ja kacke, wenn man hier nicht hochkommt und hier das Dach nicht fertig machen kann. Nur weil ich hier nicht hochkomme und den Kran bräuchte. Läuft auf jeden Fall sehr gut. Was könnte man denn noch so bereden? Gerade echt keinen Blassen mal wieder. Ja gut, dass ich dann jetzt erstmal Pause mache, wenn mir entweder das Holz ausgeht oder ich mit dem Dach fertig bin. Dann mache ich eh ein kleines Päuschen. Also Dach kann man ja nicht sagen. Die Decke. Wenn ich die Decke fertig habe. Und dann gucke ich dann später nach, was ich da so... ja, noch beisammen habe, was ich mir da genehmigen könnte als Dach. Aber es läuft fast auf ein Holzdach raus. Das muss ich ja schon mal so zugeben. Aber ich werde da auch nur mit Stufen arbeiten, weil Treppen, um ehrlich zu sein, sind mir dann doch immer zu steil für so ein Dach. Das reißt ein bisschen... ja, das wird dann immer so exorbitant hoch und das sieht dann so ekelhaft aus. Deswegen bin ich eigentlich mittlerweile der Slabs-Bautyp geworden bei sowas. Und ja, irgendwelche Holzslabs in anderer Farbe. Vielleicht doch nochmal auf Tropenholz zurückgreifen und da die Slabs nehmen. Oder Birkenholz-Slabs. Das würde natürlich zu Eiche auch wahnsinnig schön passen. Gibt zwar keinen krassen Kontrast, aber ja, so ein moderates Ding einfach. Das soll kein Eyecatcher werden, diese Farm oder diese Stall. Sondern einfach nur was Funktionales, dass sich die Tiere hier unterstellen können. Ja, und jetzt ist mir das Holz ausgegangen. Ja, dann kann ich ja eigentlich hier runterspringen. Es dann fertig machen, aber erstmal was essen. Was zwischen die Kiemen schaffen. So, hier auf jeden Fall erstmal ausleuchten. Damit es hier hell wird. Und nicht irgendwann zu dunkel ist. So. Da haben wir 1, 2. Ah, 4, shit. Ja, egal, muss ich mich dann halt entscheiden für eine Seite an Tür. Oh, jetzt habe ich keine Fackeln mehr, oder wie? Jetzt gehen mir die Fackeln aus. So, jetzt nicht mehr. So, da brauche ich zwei Abstand und hier kommt dann noch eine her.
So, zu damit. Dann ist hier dicht. Da ist auch die Tür drin, dann passt es schon mal. Und ja, so nach und nach wird das Dach dann auch fertig gemacht und dann den Innenausbau noch. Ja, aber ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Ihr seht mich dann gleich wieder und bis dahin, tschürelü. Bäm, so bin ich wieder da aus der kleinen Pause. Entschuldigung für das Bäm, keine Ahnung, was mich da geritten hat. So, jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Eichenholz farmen und dann geht's auch schon munter weiter an der kleinen, aber feinen Scheune für die Tiere zum Unterstellen im Regen. Und ja, es ist doch ein bisschen was hier zu machen, zu regeln, zu tun. Und ja, ihr seht ja, wie viel freie Fläche wir hier noch haben. Also da würde, ja, die Bauoffensive natürlich endlich mal gut tun. Da muss ich dann echt bald anfangen mit euch zusammen. Ich will hier durch eine Stadt schreiten können, durch Kratorian. Da haben wir uns irgendwie drauf geeinigt. Ich vergesse den Namen immer. Das ist immer ein bisschen problematisch. Deswegen habe ich mir ja auch ein Schild aufgestellt, wie die Stadt nu heißt. Die alle in das Feld gaffen. Ja gut, ich habe ja nur Bauern spawnen lassen. Das ist jetzt nicht unbedingt die epische Idee. Kratoria heißt die Stadt. Ich habe einen Schluck auf. Huch. Normalerweise kann ich die immer recht gut unterdrücken. Dann ist es vorbei. So. Putz. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Jetzt ist es vorbei mit der Übeltäterei und dem scheiß Gehixe. Ah, gut. Ist immer ein bisschen ekelhaft als Let's Player, wenn man einen Schluck auf hat. Und jetzt nochmal neu anfangen, habe ich jetzt auch keinen Bock. Ist klar, oder? Oder nochmal neu anzusetzen. Ich bin real und das gehört halt auch zu mir. Wenn ich nies, dann niese ich. Wenn ich einen Schluck auf habe, habe ich einen Schluck auf. Und es ist ja nur menschlich. Es ist ja nur menschlich, was hier einfach mal vorhanden ist. Hallo, Monsterlag! So, danke. Es geht ja schon wieder weiter. Ist ja schön. Ich weiß nicht, ab und zu laggt meine Welt ein bisschen. Keine Ahnung, vielleicht laggt sie am Heizkörper. Ich weiß es nicht. Das ist immer ein bisschen, ja, ein bisschen kacke. Aber naja, es hilft ja nicht. Ja, eigentlich dürfte die Tage jetzt auch was Neues auf meinem Kanal erschienen sein. Auch Minecraft-technisch. Müsst ihr mal angucken mit meiner Freundin Julia zusammen. Die natürlich dann sicherlich unten in der Videobeschreibung auch verlinkt ist. Die hat auch einen netten kleinen YouTube-Kanal, hat beinahe schon die 20.000 Abos geknackt. Also die freut sich auch über jeden Abonnenten. Also schaut auch mal bei der vorbei, wenn ihr sie sympathisch findet. Oder schaut einfach mal erstmal das Projekt an, dass wir mal einfach mal miteinander angefangen haben. Mal gucken, ob es euch gefallen hat oder nicht. Eigentlich kann ich es ja sagen, weil normalerweise müsste das Video dann schon draußen sein, wenn ich über das hier gerade rede. Haha, ich habe mir das irgendwie klug zurechtgelegt, dass ich da das erst nach der Pause anspreche. Aber um ehrlich zu sein, solche Adventure-Maps oder Jump-Maps haben mich schon länger interessiert, dass ich sowas machen könnte. War jetzt nicht unbedingt die glücklichst gewählte Map, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber um ehrlich zu sein, soll der Spaß im Vordergrund stehen. Und die Lernkurve von der Map hat mich eigentlich fasziniert. Und deswegen dachte ich mir so, nehm ich lieber die. Und probiere diese. Ja, mal gucken, vielleicht gefällt es euch ja. Vielleicht habt ihr Ideen, welche Maps wir noch ausprobieren könnten. Jump Maps natürlich.